Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserem Wochenausblick. Wir schauen auf die wichtigsten Termine für Börsianer und Händler in der kommenden Woche. Das ist die Woche vom 30. Juni bis zum 4. Juli. Zeit also zum Bilanzziehen, Halbjahresbilanz und Zeit zum Luftholen und Durchatmen natürlich für den DAX. Aber wir hoffen auch, dass er so ein bisschen rausbrechen kann aus der Lethargie der letzten Handelstage. Es gibt jedenfalls einige Top-Events in der kommenden Woche. Also wir erwarten hier etwas mehr Spannung, etwas mehr Schwung auch hier auf dem Parkett in Stuttgart. Gehen wir nacheinander die wichtigsten Termine durch. Ganz wichtig, das sage ich Ihnen gleich, wird der Donnerstag werden. Der Super-Donnerstag mit der EZB-Zinsentscheidung und dem US-Arbeitsmarktbericht. Diesmal schon einen Tag früher als sonst. Warum, erzähle ich Ihnen gleich. Fangen wir mit dem Montag an. Da gibt es die Verbraucherpreise aus der Eurozone für den Monat Juni, passend natürlich zur geldpolitischen Woche im Euro-Tower, passend so kurz vor der nächsten EZB-Sitzung. Denn Sie wissen, je geringer die Preissteigerung ausfällt in der Eurozone, desto mehr haben wir sie. Die Diskussion über mögliche Deflationsgefahren. Mit was rechnen hier die Marktbeobachter, die Volkswirte? Wahrscheinlich mit einer ähnlichen Preiserhöhung, mit einem ähnlichen Preisanstieg wie schon im Vormonat, im Monat Mai. Im Juni werden die Preise ähnlich gestiegen sein, wahrscheinlich so um 0,5%. Also sehr träge, zu träge. 0,5% Preisanstieg, das könnte ein bisschen mehr sein. Das will ja auch die EZB mit ihren Maßnahmen erreichen. Am Montagnachmittag gibt es den Chicago Einkaufsmanager-Index für den Monat Juni. Er misst die Aktivitäten der Einkäufer in den USA. Ganz wichtig, um einen Eindruck dafür zu bekommen, wie die US-Wirtschaft jetzt im Frühsommer vorankommt. Dann schauen wir auf den Dienstag, auf den 1. Juli. Wir bleiben bei den Einkaufsmanager-Indizes. Zwei ganz wichtige bekommen wir aus China in der Nacht. Einmal den HSBC Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe und den offiziellen staatlichen. Zahlen über 50 weisen auf Wachstum hin, Zahlen unter 50 auf Kontraktion, ein ganz wichtiger Indikator. Und nochmal Einkaufsmanager-Index. Wir bekommen am Dienstagnachmittag den ISM aus den Vereinigten Staaten für das verarbeitende Gewerbe. Die Markterweiterung geht hier in Richtung einer leichten Verbesserung von 55,4 auf 55,8 Punkte. Ebenfalls dieser Index für den Monat Juni. Dann schauen wir auf den Mittwoch, 2. Juli. Wir bekommen den ADP-Arbeitsmarktbericht. Das ist der Arbeitsmarktbericht des privaten Arbeitsmarktdienstleisters aus den Vereinigten Staaten. Als Vorbote quasi einen Tag vor dem offiziellen staatlichen Arbeitsmarktbericht für den Monat Juni. Es wird gerechnet mit 205.000 neu geschaffenen Stellen in den USA im privaten Gewerbe. Außerdem spricht in Washington auf einer Konferenz des IWF FED-Chefin Janet Yellen, ebenfalls also am Mittwoch. Dann kommt der angekündigte Super-Donnerstag und der wird die Märkte bewegen. Donnerstag, der 3. Juli mit der EZB-Zinsentscheidung im Eurotower in Frankfurt. Vier Wochen nach dem Maßnahmenbündel von Mario Draghi wird es wahrscheinlich keine weiteren Maßnahmen geben. Die EZB wird erstmal abwarten, wie die getroffenen Maßnahmen an den Märkten ankommen, wie sie wirken. Aber EZB-Chef Draghi wird den Märkten weiterhin ein bisschen Speck inhalten und wird die Tür aufhalten für ein umfangreiches QE-Programm, also ein Wertpapier-Ankaufprogramm. Noch nicht morgen, aber vielleicht ja übermorgen. Außerdem aus den Vereinigten Staaten, diesmal am Donnerstag, weil am Freitag die Börsen zu sind. Die Amerikaner feiern ihren Unabhängigkeitstag, den 4. Juli. Der offizielle staatliche Arbeitsmarktbericht bereits am Donnerstag. Um 14.30 Uhr werden die Zahlen veröffentlicht für den Monat Juni. Genau zu dem Zeitpunkt, wenn dann die PK mit Draghi anfängt. Da haben dann die Marktteilnehmer einiges an Nachrichten zu verdauen. Mit was rechnen hier die Marktexperten? Mit 213.000 neu geschaffenen Stellen in den USA für den Monat Juni. Das wäre eine ganz ordentliche Zahl. Alles, was ja über der 200.000 rauskommt, sollte vom Markt positiv aufgenommen werden. Und dann am Freitag gibt es noch eine Zahl aus heimischen Landen, aus Deutschland, die Auftragseingänge für den Monat Mai aus der Industrie. Ich hoffe, da ist irgendwas für Sie dabei an Konjunkturdaten, an Zahlen, Futter zum Einsteigen, zum Kaufen oder auch zum Verkaufen. Wir hoffen auf mehr Inspiration, auf mehr Impulse in der kommenden Handelswoche. Ihnen erstmal ein schönes Wochenende. Beste Grüße aus Stuttgart. Bis zum Montag. Alles Gute. Tschüss.